Die perfekte Urlaubsuhr. Theorie und Praxis. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Vor einiger Zeit habe ich schon ein Video gedreht über meine perfekte Urlaubsuhr. Ja, das war die Theorie, denn es stand kein Urlaub an und es war einfach nur so eine Überlegung. Damals hatte ich mich für folgende Uhren entschieden. Eine G-Shock, meine Sinn U1, meine Sinn 856 UTC, meine Sinn 240 STGZ sowie meine Sinn 556i mit der roten Sekunde. Jetzt bin ich im Urlaub, wie ihr unschwer erkennen könnt. Im Hintergrund hört ihr das Meer. Es ist nicht Sylt geworden, sondern Timmendorfer Strand. Aber trotzdem habe ich natürlich einen Uhrenkoffer dabei. Ohne dass ich nachgeschaut hätte, was ich damals als perfekte Uhrenkombination ausgeguckt habe, habe ich den Koffer gepackt und erst hier im Urlaub überprüft. Aber schaut selber, was dabei herausgekommen ist. So, hier ist sie, meine perfekte Uhrenkombination für den Urlaub. Wir haben hier die Sinn 556iB mit dem blauen Sonnenschliffziffernblatt. Die habe ich nicht in meiner Ursprungsauswahl gehabt, sondern die normale 556 mit der roten Sekunde. Aber ich würde sagen, ganz nah dran. Hier haben wir die 856 UTC mit einem Lederband. Die war auch in meiner Ursprungsauswahl. Insofern würde ich sagen, Treffer. Hier die Sinn 240 STGZ am blauen Lederband. Auch diese hatte ich genauso in meiner Auswahl. Auf dem Platz hat ursprünglich eine G-Shock gesessen. Jetzt habe ich doch die 7563 mit dem blauen Ziffernblatt und den orangefarbenen Indizes. Ich fand sie sehr schön und hatte darauf viel mehr Lust als auf eine grobe G-Shock. Ich muss aber gestehen, ich habe auch eine G-Shock dabei, leider nicht im Uhrenkasten. Ich habe meine 5610, die ich auch in einem anderen Video mal aus dem Fenster geworfen habe, außen an den Rucksack montiert, auch die ist dabei. Diese vier Uhren habe ich also mitgenommen. Ich muss aber gestehen, ich weiß aktuell nicht genau wofür, denn seit mehr als 10 Tagen trage ich nur eine Uhr. Das ist die U1 von Sinn. So geht es mir in fast jedem Urlaub. Wenn sie einmal am Arm ist, dann bleibt sie auch dort. Sie fühlt sich im Urlaub hervorragend an, hat die ersten Urlaubsgebrauchsspuren, sodass auch weitere nicht stören. Und vielleicht muss ich mich mal zwingen zum Wechseln, aber sie fühlt sich ausgesprochen gut an und möchte auch so schnell gar nicht wieder vom Arm runter. Zu Hause packe ich immer mit Begeisterung meinen Koffer, freue mich auf den Wechsel und die vielen Uhren und die vielen schönen Gelegenheiten. Vor Ort bleibt dann doch in den allermeisten Fällen eine einzige Uhr am Arm, nämlich meine U1. Somit muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich ganz objektiv und nüchtern und an den realen Fakten orientiert die Frage beantworten müsste, was ist meine perfekte Urlaubsuhr, dann kann die Antwort eigentlich nur U1 lauten. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Schaut euch auch meine alten Videos an oder meine neuen, die noch kommen. Und wenn ihr es nicht getan habt, abonniert auch gerne meinen Kanal. Bis dahin, euer Watchmaxe.